Herzlich willkommen. Mit diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie mit dem Diktiergerät Dicta 7 Premium von Grundig Business Systems ein Diktat aufnehmen können. Wir werden Ihnen auch erklären, wie Sie ein Diktat wiedergeben, eine Textpassage in ein bestehendes Diktat einfügen und ein Diktat löschen können. Die Bedienelemente des Dicta 7. Zunächst möchten wir Ihnen die wichtigsten Tasten und Schalter des Gerätes vorstellen. Die Tasten unter dem Display zeigen Ihnen an, welche Funktionen zur Verfügung stehen. Unter ihnen befinden sich die Auf- und Abtasten zum Navigieren, die Menütaste, die OK-Taste und die New-Taste. Auf der rechten Seite des Dicta 7 sehen Sie die Daumentaste und den vierstufigen Schiebeschalter, der mit einem sogenannten Touchpin ausgestattet ist. Dieser ermöglicht es Ihnen, stets die Schiebeschalterstellung zu erfüllen. Darüber hinaus verfügt das Dicta 7 noch über eine Einstellschraube, mit der Sie die Varianteneinstellung des Schiebeschalters und der Daumentaste ändern können. Standardmäßig schaltet die Daumentaste die Aufnahme ein und aus. Der Schiebeschalter ist mit den Funktionen schnelles Vorspulen, Stopp, Aufnahme oder Wiedergabe und Rückspulen belegt. Es gibt aber noch zwei weitere Möglichkeiten der Schiebeschalterbelegung. Nähere Details dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung. Aufnahme eines Diktates. Wir möchten Ihnen nun zeigen, wie Sie ein Diktat aufnehmen. Schalten Sie zunächst das Gerät ein, indem Sie die Menütaste so lange drücken, bis das Logo von Grundig Business Systems erscheint. Das Dicta 7 wechselt in den Hauptbildschirm und ist somit betriebsbereit. Schieben Sie den Schiebeschalter nun auf Stopp, wenn dieser gerade in einer anderen Position ist. Am hervorstehenden Touchpin merken Sie sofort, wenn der Schiebeschalter in der Stoppposition ist. Drücken Sie anschließend die New-Taste. Das Gerät schaltet auf Aufnahmepause und die Aufnahmeanzeige blinkt rot. Ihr Dicta 7 ist somit für die Aufnahme bereit. Starten Sie die Aufnahme, indem Sie den Schiebeschalter in die Position Aufnahme bringen. Die Aufnahmeanzeige leuchtet rot. Sprechen Sie nun Ihren Text. Im Display erscheinen Diktatname und Nummer. Die Aussteuerungsanzeige zeigt an, ob die Lautstärke während des Diktierens angemessen ist. Da es allerdings schwer ist, stets lauter oder leiser zu sprechen, empfehlen wir Ihnen, in Ihrer gewohnten Lautstärke zu diktieren und das Diktiergerät dementsprechend näher an den Mund oder weiter wegzuhalten. Der Fortschrittsbalken kennzeichnet die aktuelle Diktatposition. Zunächst ist der Balken auf 5 Minuten begrenzt. Diktieren Sie über einen längeren Zeitraum, ändert sich der Fortschrittsbalken und zeigt einen Zeitraum von 15 Minuten an. Wird auch dieser Zeitraum überschritten, passt sich die Anzeige erneut dynamisch an. Beenden Sie die Aufnahme, indem Sie entweder die Aufnahmetaste drücken oder den Schiebeschalter in die Position schnelles Vorspulen oder Rückspulen bringen. Die Aufnahmeanzeige hört auf zu leuchten und die Diktatlänge wird Ihnen nun dauerhaft angezeigt. Wiedergabe eines Diktates. Wählen Sie das gewünschte Diktat mit der Auf- oder Abtaste aus. Sie können sich das Diktat nun anhören, indem Sie den Schiebeschalter in die Wiedergabeposition bringen. Der Fortschrittsbalken symbolisiert das ganze Diktat. Die wandernde Markierung zeigt die Wiedergabeposition an. Einfügen einer Textpassage in ein bestehendes Diktat. Sie können an jeder beliebigen Stelle eines Diktates eine neue Passage einfügen. Bringen Sie den Schiebeschalter in die Wiedergabeposition, um das gewünschte Diktat anzuhören. Schieben Sie den Schiebeschalter in die Stoppposition, wenn Sie die gewünschte Position im Diktat gefunden haben, wo Sie einen neuen Text einfügen möchten. Drücken Sie nun die Taste Einfügen. Die LED-Anzeige blinkt orange. Starten Sie nun die Aufnahme, indem Sie den Schiebeschalter auf Aufnahme schieben. Die LED-Anzeige leuchtet orange und am Fortschrittsbalken erscheint ein Dreieck, das Ihnen zeigt, dass der Einfügemodus aktiviert ist. Sie können nun den gewünschten Text in das bestehende Diktat einfügen. Zum Beenden der Einfügung schieben Sie den Schiebeschalter auf Stopp. Betätigen Sie anschließend die Aufnahmetaste oder schieben Sie den Schiebeschalter entweder in die Position schnelles Vorspulen oder Rückspulen. Löschen eines Diktates. Nun möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie ein Diktat löschen können. Schieben Sie den Schiebeschalter auf Stopp, wenn er noch nicht in dieser Position ist. Drücken Sie die Taste Löschen und anschließend OK, um die Abfrage zu bestätigen. Auswählen des gewünschten Modus. Schalten Sie Ihr Gerät zum ersten Mal ein, befindet es sich zunächst in der Einstellung Easy Mode.
Die Tasten sind hierbei mit den wichtigsten Diktierfunktionen belegt. Umfangreiche Einstellmöglichkeiten stehen Ihnen im Vollmodus zur Verfügung. Um in den Vollmodus zu wechseln, muss das Gerät zunächst ausgeschalten sein. Betätigen Sie dann die Menütaste und drücken Sie gleichzeitig auf die New-Taste, bis das Logo von Grundig Business Systems im Display erscheint. Sie sehen nun eine Liste mit den derzeit vorhandenen Profilen, der Sie jederzeit weitere Profile hinzufügen können. Navigieren Sie mit den Auf- und Abtasten zum gewünschten Profil und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste. Das Dicta 7 wechselt nun in den gewünschten Modus. Um wieder zum Easy Mode zurückzukehren, schalten Sie zunächst das Gerät aus. Schalten Sie dann erneut das Gerät ein und drücken Sie dabei gleichzeitig die New-Taste. Navigieren Sie dann zum Profil Easy Mode und bestätigen Sie Ihre Wahl mit OK. Das Gerät ist wieder im Easy Mode. Änderungen, die Sie im Vollmodus gemacht haben, bleiben übrigens im Easy Mode erhalten. Sie kennen nun einige der wesentlichen Grundfunktionen des Dicta 7. Grundig Business Systems wünscht Ihnen nun viel Spaß beim Diktieren.